Peter der Wolf, also das ist ja ein musikalisches Märchen und als Kind konnte ich davon gar nicht genug bekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass Kinder sich so unheimlich gern gruseln. Ich weiß nicht warum, aber Peter der Wolf hat dieses schaurig Schöne, was auch die Märchen der Gebrüder Grimm zum Beispiel haben. Und ja, diese eigentlich recht simple Geschichte über den kleinen Jungen und die Tiere, die wird natürlich durch die Musik zum Leben erweckt und die entwickelt so einen regelrechten Sog, der einen hineinzieht und man fiebert richtig mit. Also angefangen beim Schicksal von der kleinen Ente bis hin zum heldenhaften Triumphzug Peters. Ich finde, diese Mischung macht das Stück so zeitlos und sehr bezaubernd. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für einen Schauspieler und eine Schauspielerin natürlich ein Traum und macht unheimlich viel Spaß, aber ich dachte immer, die Musik spricht schon sehr für sich. Also wenn man schon dieses Motiv Peters hört, da kriege ich schon so Schmetterlinge im Bauch. Ja, mal sehen, was ich da überhaupt hinzufügen kann mit meiner Stimme.